Hallo bei Bildner TV und zur aktuellen Canon PowerShot G5X Mark II. Heute geht es um ein Thema, das gerade für Einsteiger und Hobbyfotografen interessant ist. Es geht um die Kreativfilter. Was ist das? Ganz einfach, mit den Kreativfiltern kann man ganz ohne Bildbearbeitung und komplett ohne Computer schnell Fotos mit interessanten Effekten schießen. Wie gut und flexibel die Kreativfilter der G5X Mark II sind, das zeigen wir euch in diesem Video. Hi, mein Name ist Christian Haas und ich freue mich, dass ihr wieder bei Bildner TV vorbeischaut, eurem YouTube-Kanal für praktische Tipps zum digitalen Leben. Heute geht's mal wieder um eine aktuelle Kamera. Wir schauen uns die Canon PowerShot G5X Mark II an und erklären euch, wie man mit den Kreativfiltern ganz einfach und schnell coole Fotoeffekte erzeugt. Die Kreativfilter, die gibt es in der Canon-Welt schon relativ lang. Ich kann mich gar nicht erinnern, wie lang schon, aber bestimmt 5-6 Jahre in den Kameras, die schon vor 5-6 Jahren auf die Welt gekommen sind. Die haben die Kreativfilter schon dabei und die haben sich von Anfang an immer angelehnt an die Smartphone-Fotografie. Es geht also darum, mit möglichst einfachen Mitteln ein Motiv einfach mal schnell zu knipsen, einen interessanten Filter draufzulegen und schon einen Hingucker zu produzieren, ohne zuerst groß Bildbearbeitung am Computer zu machen. Also das Prinzip ist immer das gleiche, machen auch andere Kamerahersteller. Bei Canon heißen diese Filter eben, diese Effektfilter, Kreativfilter. Um die Kreativfilter zu aktivieren, gibt es hier oben auf dem Programmwahlrad, ich zeige euch das mal eben, hier oben ein Moduswahlrad der G5X Mark II. Hier dieses Symbol mit den zwei ineinander verschlungenen Kreisen, das ist das Symbol für die Kreativfilter. Also sobald ihr das Moduswahlrad auf diese Kreativfilter gestellt habt, erscheint auf dem Display hier oben links das Symbol für die Kreativfilter. Drückt man hier hinten auf die Q-Taste oder Set-Taste der Kamera, hat man die Möglichkeit, hier über die Richtungstasten auf der Rückseite der Kamera die Kreativfilter auszuwählen. Da gibt es eine ganze Menge. Nachher gehen wir noch darauf ein, welche es denn da so alles gibt. Sobald ihr einen Kreativfilter ausgewählt habt, zeigt das Live-Bild, ich zeige es euch hier mal, auch eine Vorschau des zu erwartenden Bildes. Wir haben hier jetzt aktiv den Kreativfilter Schwarz-Weiß, also Schwarz-Weiß-Fotos. Schau mal, der heißt Kreativfilter Körnigkeit Schwarz-Weiß. Und wie ihr seht, das Live-Bild ist schon in Schwarz-Weiß dargestellt. Was jetzt wichtig ist zu wissen, die Kreativfilter haben immer verschiedene Einstellmöglichkeiten, ganz simple, also nur entweder Stärkestufen oder verschiedene Varianten. Und die wählt man hier über den Objektivring aus. Ich zeige es euch mal. Hier unten links seht ihr so ein Symbol, das dann, sobald ich den Objektivring hier drehe, andere Formen annimmt. Also dieses aufsteigende, keine Ahnung, Dreieck. Also hier haben wir jetzt Stufe 1, da sieht man es schon bei der Körnigkeit, Schwarz-Weiß, das ist relativ kontrastarm und je stärker der Filter wird, desto heftiger wird der Kontrast. Eine Sache ist ganz wichtig für alle, die ein bisschen Mehrwert auf Bildqualität legen und im RAW-Modus fotografieren, also mit RAW-Files und nicht mit JPEG-Dateien. RAW-Fotos sind bei den Kreativfiltern nicht möglich. Das heißt, dieser Filtereffekt, der wird nicht auf RAW-Fotos angewendet. Wäre ja auch unlogisch, weil die RAW-Files ja wirklich auch das sein sollen, was der Sensor aufnimmt und nicht irgendwas schon vorab Verarbeitetes. Deswegen, wenn ihr RAW-Fotos machen wollt, dann müsst ihr leider eben zwei Fotos aufnehmen. Eins in der Einstellung RAW-Fotos, also im normalen Aufnahmemodus für die Automatik oder was auch immer für ein Belichtungsprogramm ihr da verwendet. Und dann zusätzlich ein Foto im Kreativfilter-Modus, das dann eben im JPEG-Modus abgelegt wird, also als JPEG-Datei. Das ist ein bisschen umständlich, wenn man denn RAW-Fotos auch noch haben will, aber eigentlich ist der Gag an der ganzen Sache mit den Kreativfiltern ja, dass man schnell Ergebnisse hat und die kann man auch ruhig im JPEG-Format speichern. Falls man wirklich nochmal irgendwas nachbearbeiten muss, naja gut, dann ist die Bildqualität im Endeffekt vielleicht nicht ganz so hervorragend, aber nee, was soll's. Was auch geht, was ganz interessant ist, wenn ich in einem anderen Fotomodus arbeite als jetzt im Kreativfiltermodus, dann kann ich JPEG-Dateien, die schon auf der Speicherkarte sind, über das Kameramenü
nachträglich mit Kreativfiltern versehen. Das schauen wir uns doch mal kurz an. Ich drücke hier mal auf die Menütaste und hier im blauen Menü, da gibt es hier unten den Punkt Kreativfiltern. Sobald ich jetzt hier drauf drücke, also über die Set-Taste das Menü auswähle, dann sucht er mir kompatible Bilder und hier kann ich jetzt auch wieder über einen Druck auf die Set-Taste Kreativfilter auswählen, die ich vorher im Prinzip auch hatte, mit einer Ausnahme hier dieser Ölgemälde-Effekt. Den gibt es nur hier im Menü und nicht über das normale Setup, also über den Aufnahmemodus Kreativfilter. Die Ölgemälde sind ein bisschen rechenintensiver und das funktioniert offenbar nur über die Kreativfilter im Kameramenü. Und noch eine kleine Einschränkung in den Kreativfiltern im Kameramenü, fehlen noch die HDR-Effekte und der Effekt Hintergrund unscharf. Wie die aussehen, zeige ich euch jetzt dann gleich. So, dann schauen wir uns diese Filter, die die Kamera zu bieten hat, also hier über das Moduswahlrad, über den Aufnahmemodus Kreativfilter, die schauen wir uns jetzt mal an. Angefangen beim Filter Körnigkeit Schwarz-Weiß, hatten wir vorhin schon gezeigt, der ist also ganz simpel. Das Bild wird in Schwarz-Weiß umgewandelt. Ich habe über das, wenn ich den auswähle hier über die Set-Taste, ich habe über den Objektivring hier vorne die Möglichkeit, drei Filterstärken einzustellen. Ist jetzt nicht so der Brüller, aber wenn man Schwarz-Weiß-Fotos mag, ist das sicherlich eine ganz coole Möglichkeit. Der nächste ist Hintergrund unscharf. Der ist schon interessanter und geht schon in Richtung Bildbearbeitung. Bei Hintergrund unscharf geht es darum, die Kamera wählt eine möglichst offene Blende, um den Hintergrund in Unschärfe zu gestalten. Also schaut in unseren Grundkursen nach zur Fotografie, da werden die Zusammenhänge erklärt zwischen offener Blende und Tiefenschärfe oder Schärfentiefe, also in unscharfem Hintergrund. Hier nur an dieser Stelle, die Kamera wählt also eine möglichst offene Blende und ein Tipp dazu, um die Unschärfe noch zu steigern, also den Hintergrund noch unschärfer zu gestalten, wählt eine möglichst lange Brennweite und stellt hier vorne an dieser Zoom-Wippe eine möglichst lange Brennweite ein. Holt euer Motiv, also ein Porträt oder was, also möglichst nah her, dann ist der Effekt noch viel deutlicher. Nächster Effekt ist der Weichzeichner, ist auch ein Klassiker, da werden Motive einfach nur weich gezeichnet. Auch hier hat man wieder über das Objektivrad, über den Objektivring hier vorne, die Möglichkeit, drei verschiedene Stärken der Weichzeichnung einzustellen. Hier sieht man es schon, je stärker der Effekt, desto duftiger werden die Filme, werden die Fotos. Also kennt man auch. Hier haben wir einen Effekt, den Fisheye-Effekt. Der rührt her aus der Objektivtechnologie. Es gibt sogenannte Fisheye-Objektive, die zeichnen also die Welt ziemlich gebogen. Ist ein ganz netter Effekt, den kann man gerade bei Architektur oder so ganz gut einsetzen, um ein paar interessante Architekturansichten, die man so nicht kennt, mal zu produzieren. Gut, man sollte es auch nicht übertreiben, weil der Effekt sich dann schnell absieht. Nächster Effekt ist der Aquarelleffekt. Der ist ganz interessant für Landschaften, für Blumen, für Insekten oder so. Aber wie gesagt, eher für Landschaften. Da würde ich jetzt wirklich sagen, diese Landschaftsaufnahmen, die können auch durch den Aquarelleffekt durchaus was Malerisches, was Künstlerisches bekommen. Der nächste Effekt ist der Spielzeugkamera-Effekt, der ist ganz witzig. Meine Tochter hatte als kleines Mädchen tatsächlich so eine Spielzeugkamera und es ist wirklich so, dieser Spielzeugkamera-Effekt sieht wirklich so aus wie von so einer Plastikkamera gemacht. Also die Fotos, auch hier wieder übrigens über den Objektivring, drei verschiedene Einstellungen, einmal warm, einmal Standard, einmal kalt. Also dieser Effekt sieht wirklich ganz interessant aus und macht aus einem Motiv wirklich eins, das aussieht, als wäre er mit einer billigen Plastikkamera aufgenommen worden. Ganz nette Spielerei. Der nächste Effekt ist der Miniatureffekt. Dazu, der Miniatureffekt erzeugt im Bild einen Bereich, der scharf abgebildet ist und alles, was drüber, was drunter ist, wird unscharf. Diesen Effekt kennt man aus der extremen Makrofotografie. Also wenn ich eine Eisenbahn vor mir habe, eine Miniaturwelt und dann da rangehe mit der Kamera, mit einer normalen Kamera, dann wird durch die geringe Schärfentiefe, die technisch bedingt ist, wird vor allem ein Bereich scharf gestellt und der Rest wird unscharf. Und diesen Effekt kennt man halt. Und wenn ich jetzt eine normale Landschaft, eine Stadtansicht oder was auch immer, mit diesem Effekt filme,
das ist ein Punkt, die Kamera kann den sogar auf Filme anwenden oder eben fotografiere, dann habe ich so das Gefühl, diese Landschaft oder was auch immer sieht aus wie aus einer Eisenbahnlandschaft oder aus einer Miniaturlandschaft. Ist ganz witzig. Allerdings ist das auch so ein Effekt, der sich irgendwann abnutzt. Ich persönlich finde ihn ganz witzig, wenn man ihn in Filmen einsetzt, also nicht als Foto, sondern wirklich in kleinen Videos. Die sehen dann echt ganz lustig aus. Ihr merkt schon, die Kamera hat deutlich mehr zu bieten, als man so auf den ersten Blick erkennen mag. Wenn ihr über die Tipps und Infos in unseren Kameravideos hinaus noch mehr Futter braucht, um eure G5 X Mark II von Grund auf kennenzulernen, empfehle ich euch einen Blick in unseren Online-Shop. Ihr findet den Link hier unterhalb des Videos. Dort findet ihr auch unser Buch zur G5 X Mark II, das vom erfahrenen Fotografen und Autorenpaar Kyra und Christian Sänger geschrieben wurde. Also mit dem Buch in der Hand holt ihr wirklich alles raus aus der Kamera und lernt ganz einfach, wie man mit der kleinen Edelkompakten auf höchstem Niveau auch mit den schwierigsten Belichtungssituationen umgeht und fertig werdet, sodass ihr eure Fotoideen perfekt umsetzt. Okay, was haben wir noch? Eine Filtergruppe hier, die HDR-Filter. HDR ist eine Technologie, die entwickelt wurde, um sehr, sehr hohen Kontraste, zum Beispiel bei Innenraumaufnahmen. Also ich bin in einem Raum, alles ist relativ dunkel, ich habe helle Fenster, das ist so die klassische Anwendung für HDR. Ich muss diesen Kontrast irgendwie so in den Griff kriegen, dass die Kamera ihn aufzeichnen kann. Weil eine normale Kamera kann diese Kontraste nicht aufzeichnen. Das heißt, entweder ist der Innenraum gut belichtet und die Fenster werden knallweiß oder umgekehrt, der Blick aus dem Fenster raus ist schön belichtet und der Innenraum ist pechschwarz. HDR ist eine Technologie, bei der mehrere Aufnahmen kombiniert werden, um eben diese verschiedenen Kontraste, um die verschiedenen Helligkeitsstufen in einem Bild zu bündeln. Das ist jetzt eine ganz einfache Erklärung. Und die HDR-Effekte funktionieren hier genauso. Die Kamera erzeugt in den HDR-Modi eben ganz unterschiedliche Looks, aber das Prinzip ist immer das gleiche. Es werden mehrere Aufnahmen kombiniert, um eben einen sehr, sehr hohen Tonwertumfang zusammenzubauen und dann zu einem Bild zu machen. Also man kann über diese HDR-Funktion, zum Beispiel mit HDR-Standard, einfach nur den Kontrast, den ein Motiv hat, in den Griff bekommen. Die anderen Modi, HDR gesättigt, HDR markant und HDR Prägung, sind unterschiedliche Bearbeitungen. Da werden die Farben und die Kontraste je nach Modus eben anders gesteigert. Da muss man gucken, ob einem diese Effekte wirklich gefallen. Aber also ich persönlich würde sagen, wenn ich denn ein Motiv habe, das ich unbedingt in HDR fotografieren möchte, weil eben die Kontraste so hoch sind, dann fotografiere ich es in HDR Standard. Und wenn ich denn irgendwelche Farb- oder Kontrasteffekte anwenden möchte, die würde ich hinterher am Computer machen. Aber wie gesagt, Geschmackssache, probiert einfach die Effekte aus und dann seht ihr schon. Übrigens HDR, wenn man jetzt irgendwo in alten Gemäuern oder so unterwegs ist, also man kennt dieses Genre, der Lost Places Fotografie. Da bewegt man sich ja auch oft in sehr finsteren Innenräumen und hat dann irgendwo Blicke raus in die Landschaft durch irgendwelche Durchbrüche, Mauerdurchbrüche, Fenster, was auch immer. Da wird oft HDR eingesetzt und da wird dann auch kräftig mit Kontrasten und Farben gespielt. So entstehen diese typischen Looks für diese Lost Places Motive. So, ihr habt jetzt einen Überblick über die Kreativfilter der G5 X Mark II bekommen und könnt euch wahrscheinlich vorstellen, dass das tatsächlich nur die Spitze des kreativen Eisbergs ist. Wir werden noch weitere Videos zur G5 X Mark II machen. Wenn ihr euch für ein bestimmtes Thema interessiert, also besonders interessiert, schreibt uns das einfach unten in die Kommentare. Vergesst auch nicht, unseren Kanal zu abonnieren, damit ihr nichts zur G5 X Mark II verpasst und wir euch weiterhin mit Tipps zum digitalen Leben hier auf Bildner TV versorgen können. Ich würde mich freuen, wenn wir uns hier bald wiedersehen. Bis dahin, bleibt gesund, viel Spaß beim Kreativsein und mit eurer Kamera. Ciao.